In diesem Video geht es um die Smartwatch von Popglory und um die Frage, wie sich diese im Vergleich zur Smartwatch von Willful schlägt. Und um die Frage, ob sich eine Smartwatch für 30 Euro überhaupt lohnt. Ich habe tatsächlich immer das Problem bisher gehabt, dass ich schon immer mit dem Gedanken gespielt habe, mir mal eine Smartwatch zu holen, aber mir die Uhren von Apple einfach viel zu teuer gewesen sind. Ich habe gerade mal geschaut, die günstigste tatsächlich von Apple liegt aktuell bei 299 Euro und die Apple Watch mit Edelstahlgehäuse liegt aktuell tatsächlich bei 829 Euro, ist also sogar teurer als mein iPhone 11. Ich habe tatsächlich die Smartwatch von Willful der Fabienne vor circa 2 Wochen zum Geburtstag geschenkt. Und ich muss gar nicht sagen, ich war echt mega überrascht. Herzfrequenzmessung, wenn ich SMS bekomme, E-Mails bekomme, Nachrichten bekomme, angerufen werde, wird das mir alles auf der Uhr angezeigt. Sie ist wasserdicht, misst sogar mein Schlafverhalten und besitzt auch noch einen kompletten Touchscreen. Nicht nur das, sondern sie zeigt auch tatsächlich ganz normal die Uhrzeit an, wie man es für eine Uhr eigentlich gewohnt ist. Ich habe die Möglichkeit sogar, meinen Hintergrund zu individualisieren. Irgendwie alles zu schön, um wahr zu sein, vor allem für diesen geringen Preis. Ich kam dann tatsächlich auf eine andere Smartwatch von Popglory, die tatsächlich sogar nur 25 Euro kostet. Ich habe die im Angebot gekauft. Was zunächst auf jeden Fall schon mal auffällt, ist der Unterschied der Verpackung, wo die Willful tatsächlich noch einen relativ hochwertigen Eindruck macht, auch hier mit einem ziemlich robusten Case und auch dieser, ja, wie soll ich sagen, Hochglanzfolie hier auf der Verpackung, kommt die Popglory tatsächlich für nur 25 Euro sehr, sehr billig rüber. Nichtsdestotrotz will ich es jetzt mal auspacken und mir mal etwas genauer anschauen. Also in der Verpackung haben wir einmal ganz normal eine Bedienungsanleitung, Nutzerhandbuch, welche tatsächlich auch sogar auf Deutsch ist, man mag es kaum glauben, und auch relativ ausführlich ist. Wir haben einmal die Smartwatch selbst. Auf den ersten Blick macht tatsächlich die Smartwatch einen recht soliden Eindruck. Wir haben hier auf der Rückseite einmal die Sensoren für die Herzfrequenzmessung und einmal hier die Uhr, quasi das Ladekabel, welches auch hier magnetisch mit diesen 2 Polen auf der Rückseite funktioniert. Was nicht dabei ist, was fehlt tatsächlich, ist jetzt hier so ein Stromanschluss, wobei der aber eigentlich in der Regel jeder haben sollte. Ganz üblicher USB-Stromadapter. Wenn wir uns jetzt die Smartwatch mal genau anschauen, habt ihr beispielsweise hier auf dem Startscreen schon eure Anzeige über die Herzfrequenz, über die Schritte, die gelaufen seid, die Kalorien, die ihr am Tag verbrannt habt. Ihr könnt einmal nach rechts swipen, da wird quasi euer Kalorienverbrauch, eure Herzfrequenz angezeigt für die jeweilige Trainingseinheit, die ihr gerade gemacht habt. Hier werden die Schritte angezeigt, wie viele Stunden Schlaf ihr hattet. Wenn ihr einmal nach unten swipet, habt ihr quasi hier die einzelnen Shortcuts, wie beispielsweise hier die Helligkeit des Screens, die ihr hier einstellen könnt in 5 Stufen. Ihr könnt Vibrationen ausschalten, das Wetter genauso gut wie auch hier den Startbildschirm, den ihr ausstellen könnt, beziehungsweise auch auswählen könnt. Wenn ihr einmal nach unten swipet, habt ihr hier die Herzfrequenz, den Blutdruck, Blutsauerstoff, der gemessen wird. Ihr könnt hier auch über Exercise eingeben, okay, geht jetzt laufen, ihr geht rennen, ihr spielt Badminton, ihr spielt Basketball, ihr spielt Football, ihr geht schwimmen. Also ihr habt wirklich hier super viele Möglichkeiten, auch quasi eure Sportaktivitäten zu tracken. Weiter unten haben wir die Nachrichten, die angezeigt werden über beispielsweise Twitter oder auch SMS. Ihr könnt auch wiederum dann in der App natürlich noch einstellen, welche beispielsweise Apps euch auch an die Smartwatch Nachrichten schicken sollen. Eins mit der wichtigsten Funktionen für mich tatsächlich ist die Möglichkeit, hier auch eure Musikauswahl vorzunehmen, zurückzuspielen, Pause zu machen. Gerade wenn ihr lauft, müsst ihr euer Handy nicht irgendwie extra nochmal rausnehmen, sondern könnt quasi alles mit der Uhr einstellen. Ihr habt eine Timer-Funktion, Einstellungsmöglichkeiten hier noch, Display-Helligkeit. Ihr könnt auch hier die Uhr einfach auf Mute stellen, also wenn quasi keine Nachrichten auf die Uhr kommen sollen. Um jetzt aber die Smartwatch natürlich komplett auch nutzen zu können, braucht ihr einmal die App, die nennt sich jetzt hier für die Popglory Hero Band 3. Um ehrlich zu sein, habe ich eben gerade tatsächlich ziemlich lange gebraucht, weil ich die App von der anderen Smartwatch, von der Fabienne, installiert habe. Das ist nämlich die Worry Fit Pro App. Hier müsst ihr einfach aufpassen, dass ihr tatsächlich wirklich die App nutzt, die auch für die jeweilige Smartwatch gedacht ist. Bluetooth einschalten, okay. Notifikationen, ja, erlauben. Möchte verbinden, ja, okay.
So, jetzt gehen wir direkt mal hier rein. Jetzt habe ich natürlich hier noch in der App ganz viele Möglichkeiten. Geschlecht auswählen, Körpergröße. Das mache ich gerade mal ganz schnell. So, mit dem Gerät verbinden. T22 nennt sich die Uhr hier. Die App ist jetzt so aufgebaut, dass ihr am Anfang hier erstmal eine Übersicht habt über eure Schritte, die ihr gelaufen seid, wie viele Stunden ihr geschlafen habt, eure Herzfrequenz, also alle quasi eure Lifestyle-Parameter. Ich habe jetzt hier über den zweiten Button im Menü unten die Möglichkeit, bei Watchfaces meinen Startbildschirm nach eigenem Belieben einzustellen und auch tatsächlich hier individuell zu gestalten. Jetzt habe ich halt in der App noch ganz viele Möglichkeiten tatsächlich, die ich an der Uhr direkt so nicht einstellen kann. Das heißt, ich kann jetzt hier Benachrichtigungen einstellen für das Telefon, für Nachrichten, also SMS, Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, Skype. Ganz viele andere Möglichkeiten noch. Alarm kann ich einstellen, die Uhrzeiten, wann sie mich wecken soll. Ich habe die Möglichkeit auch tatsächlich hier sogar mit der Uhr auf die Kamera zuzugreifen. Das heißt quasi ja, mit der Uhr den Auslöser zu betätigen, was tatsächlich sehr praktisch ist, wenn ich mal Fotos machen möchte. Weitere Einstellungen, Herzrate, Sprache auf Englisch. Ich lasse jetzt mal auf Englisch. Ich habe tatsächlich mein Handy auch gerne auf Englisch gestellt, kann man aber auch auf Deutsch stellen. Die Uhrzeit. Ich habe hier die Möglichkeiten, mir das Wetter anzeigen zu lassen, die Location auszuwählen, einmal Frankfurt. Meine Herzfrequenz kann ich den ganzen Tag über lang messen lassen. Das habe ich jetzt ausgeschaltet, das möchte ich jetzt eigentlich eher nicht. Kostet natürlich auch wieder dann Batterie. Eine weitere coole Funktion ist, ihr habt die Möglichkeit, diese App quasi auch mit der Apple Health App zu verbinden. Nämlich hier in den Einstellungen eures Smartphones und dann auch quasi hier einzugeben, okay, welche Daten die Hero Band App quasi auch an euer Smartphone senden soll. Und als letzte Funktion habt ihr einmal nochmal hier Find Phone, also gerade für diejenigen vielleicht sehr hilfreich, die ihr Handy sehr gerne mal verlegen. Ich habe tatsächlich es schon mal ausprobiert eben gerade und ich muss zugeben, es hat tatsächlich ziemlich lange gedauert, bis das Handy gefunden hat. Auch wenn ich jetzt die Geräte selbst ganz nah beieinander habe, dauert es doch tatsächlich ziemlich lange, bis er das Handy überhaupt findet. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, hier bei den Einstellungen eure Uhr wiederum zu finden. Also Find Device. Und dann findet er quasi das Armband. Und das vibriert dann tatsächlich auch. Das heißt, falls ihr beispielsweise auch mal eure Uhr verlegen solltet oder das Handy, habt ihr die Möglichkeit, einfach mit dem jeweiligen anderen Gerät ja, das zu suchen. Kommen wir jetzt nochmal zum Fazit von der Popglory und vor allem auch zum Vergleich gegenüber der Willful. Tatsächlich unterscheiden die sich beide preislich auch nochmal. Wir haben jetzt für die Willful, ich meine, ca. 35, 36 € bezahlt und für die Popglory auf Amazon sogar mit einer Aktion 25 € nur. Unterm Strich ist die Popglory günstiger und hat tatsächlich sogar nochmal deutlich mehr Funktionen. Beispielsweise habe ich hier bei der Popglory die Möglichkeit, meinen Blutdruck messen zu lassen und meinen Blutsauerstoff. Was tatsächlich beides die Willful nicht kann, obwohl sie mehr kostet. Zudem kann ich mir beispielsweise auch hier einmal das Wetter anzeigen lassen und auch mein Handy, also sprich meine Kamera, den Auslöser mit der Uhr zu betätigen. Auch das beides kann die Willful nicht, obwohl sie mehr kostet. Zudem habe ich die Möglichkeit auch bei der Popglory mit Hilfe von der App mir hier meinen Startbildschirm zu ändern. Das kann tatsächlich die Willful auch, allerdings habe ich hier die Möglichkeit, in der App sogar auch noch verschiedene Ziffernblätter auszuwählen. Also wirklich mehr als drei. Ich weiß gar nicht, es sind, glaube ich, jetzt tatsächlich wirklich über 300 verschiedene Ziffernblätter. Und das kann alles tatsächlich auch die Willful überhaupt nicht. Allerdings ein Vorteil von der Willful finde ich zumindest. Ihr habt nämlich hier die Möglichkeit, wenn ihr nach unten scrollt, alle Nachrichten angezeigt zu bekommen. Bei der Popglory sind es tatsächlich immer nur die letzten drei Nachrichten. Das heißt, ich habe keine Möglichkeit, irgendwie mir ältere Nachrichten anzuschauen. Das geht tatsächlich mit der Willful allerdings schon. Zudem, ganz nettes Gimmick finde ich auch, hier bei Fabienne ihrer Uhr habt ihr beispielsweise auch die Möglichkeit, eine sogenannte Entspannungsübung zu machen. Wenn ihr draufklickt, eine Minute, könnt ihr auf Start gehen und dann beispielsweise eine ganz kurze, einfache Atemübung durchzuführen. Ich habe die Übung tatsächlich, wie die Fabienne die Uhr neu bekommen hat, fast zwei, dreimal am Tag gemacht, weil ich die einfach mega cool finde. Und bei meiner Uhr leider tatsächlich ist das nicht möglich. Ich habe zwar, wie gesagt, jetzt hier die Möglichkeiten, einen Blutdruck messen zu lassen, Blutsauerstoffgehalt, aber ich würde tatsächlich sogar lieber darauf verzichten, zumal die Angaben auch hier bei einer günstigen Smartwatch für nur 25 €
nicht so genau sind. Da hätte ich halt wirklich lieber so eine Entspannungsübung noch gehabt. Wenn ihr also auf der Suche nach einer Smartwatch seid und nicht so viel Geld ausgeben wollt, seid ihr mit beiden Modellen wirklich sehr gut beraten. Musik.